So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind hier live in Erfurt beim Domplatz und irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht, weil hier ist einfach nichts los, es ist alles komplett leer, hier nichts, nichts, nichts. Jetzt habe ich gedacht, hier gibt es wenigstens Fettarenen und Zeugs und alles, aber jetzt stehe ich direkt hier am Domplatz, es sind einfach drei Stops, auch nichts los. Dann habe ich gedacht, gut, mache ich wenigstens in der Nähe vom Dom einen dicken Fünfer-Raid. Habe mir ein paar Handys mitgenommen. Ist einfach nichts los. Einfach nur kleine Raids, nichts weiter da. Aber wir haben ja immer noch die Team Go Rocket Leader übrig, die ich in Erfurt auch machen wollte. Weil ich mir auch das Suicune in Erfurt abholen wollte. Ich kann euch den Dom nochmal kurz abfilmen. Da, wie das hier aussieht. Wunderprächtig, wunderbar. Die Wolken, die rennen durch den Himmel. Es ist auf jeden Fall heftig windig, heftig kalt. Es ist richtig ekliges Wetter. Es ist so ein bitterböser Wind. Zwischendurch ist mal kurz die Sonne da, aber darauf kannst du verzichten. Natürlich wieder kurze Hose am Start, keine Haare am Start, ein Samurai am Start, aber ich habe mir das alles irgendwie schöner und besser vorgestellt. Bin ein bisschen enttäuscht. Am liebsten würde ich wieder aufs Hotelzimmer und würde mich verkriechen. Aber wir suchen jetzt mal die Team Go Rocket Leader. Vielleicht können wir da ja ein bisschen Schwung in die Bude bringen. So, es ist schon wieder alles klatschnass. Autos, Regen, Verkehr, alles richtig räudig. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier angekommen. Hier hinten ist eigentlich so ein schöner Pokestop, Basketballkäfig am Petersberg. Und jetzt guckt euch mal den Basketballkäfig an. Es ist einfach nur Baustelle, alles weg, kein Basketballkäfig mehr, kein gar nichts. Wir haben hier aber jetzt einen Rocket Leader gefunden, Meditation Mural. Das ist hier, ne? Ich sehe zwar Meditation nicht, aber wir sehen, dass das hier alles angemalt ist. Das sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Wir haben auch jetzt Sierra gefunden. Und das Gute ist, mir fehlt theoretisch nur noch Sierra. Jetzt werdet ihr denken, hä, was ist das denn? Wo sind denn die anderen zwei? Aber die letzten Tage waren einfach so behindert. Ich bin da rum, habe aufgenommen. Bei dem einen habe ich den Boss gefilmt mit der Handyaufnahme, aber die Kamera ging nicht. Beim nächsten ging die Kameraaufnahme, aber die Bildschirmaufnahme ging nicht. Jetzt sind die zwei schon fertig. Und jetzt habe ich mich einfach entschlossen, ich werde drei Folgen draus machen, weil die Rocket Leader haben ja auch ihre Pokémon gewechselt, greifen mit anderen Sachen an, da braucht man auch wieder andere Pokémon dagegen. Ich werde also jeden für sich machen. Mach auch nochmal Cliff, mach auch nochmal Alo, obwohl ich die eigentlich ja jetzt nicht mehr bräuchte. Bevor ich zum Giovanni gehe, hole ich die anderen zwei aber nach. Wir machen jetzt hier erstmal die Sierra, jetzt muss ich wieder zurück. Ich weiß auch nicht, wo ich die Kamera hier abstellen soll, weil hier ist nichts. Da drin wäre es so schön gewesen. Hier habt ihr einfach nur überall Bauzäune, hier könnt ihr nirgendwo was hinstellen. Ich muss aber mal kurz meine Pokémon beleben, die ich brauche. Ich nehme mir immer mein eingefleischtes Team. So. Filet-O-Fisch, der ist wichtig. Hier nochmal was drauf, da nochmal was drauf. Ach, Junge, Junge, Junge. Wir drehen mal den Stop, dass wir auf jeden Fall den Kampf schon mal annehmen. Wenn alle Stricke reißen, jetzt bin ich zurückgegangen. Wenn alle Stricke reißen, können wir immer noch über die Straße klettern. Und da drüben zu dem Wohngebiet und uns einfach auf die Mülleimer stellen. Das ist eine Lösung. Vielleicht schaffe ich es aber auch, euch hier irgendwo auf die Absperrung zu positionieren oder auf den Flaschenautomat. Der ist aber, glaube ich, schon wieder zu weit weg. Wir probieren mal ein bisschen aus. Vielleicht finden wir irgendwo was und kämpfen dann, sobald wir eine Lösung gefunden haben. Hey, das sieht doch gut aus. Ja gut, an sich eigentlich sieht es nicht gut aus, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Ihr steht jetzt auf der Bauabsperrung jedenfalls, auf diesem Teil. Wir lassen das Team einfach mal so, wie es ist. Ich weiß ja jetzt eh nicht, was sie nimmt. Wir gehen einfach rein, versuchen mal die Schilde rauszuloggen. Bei Cliff und bei Alo hat es auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, die Schilde rauszuloggen. Da wäre irgendwas mit Kampfmoves auf jeden Fall besser als das Regirock. Da würde sich wahrscheinlich Lucario empfehlen. Das macht auf jeden Fall nicht so viel Schaden, das kleine Tarnell.
Das ist schön. Da schaffen wir es vielleicht doch mit dem Regirock einfach die Schilder rauszulocken. Jetzt tropft es auch noch schön nass auf den Handybildschirm. Das ist ja richtig genial. Aber hier sind auch lauter Bäume immer zu in der Nähe. Es hat nämlich gerade aufgehört zu regnen. Trotzdem tropft es jetzt von den Bäumen. Da bleibt einem auch nichts erspart. Wir probieren aber Sierra auf jeden Fall. Sind gespannt, was sie noch reinnimmt. Tarnell ist jetzt nicht die große Herausforderung. Könntet ihr natürlich auch mit Machomai oder so kämpfen. Da die Schilde rauslocken und das Tarnell wegklopfen. Vielleicht tut es aber auch eine gut platzierte Steinkante. Das ist, dürfte ja nicht so stark sein, oder? Nicht sehr effektiv, macht trotzdem gut Schaden. Nach der nächsten Steinkante ist es bestimmt weg. Und wir schaffen sogar noch eine, bevor es überhaupt irgendwas macht. Also das ist sehr gut. Das erste schon mal weggelockt. Keine Schilde mehr. Wir haben freie Fahrt. Wir können einfach draufhauen. Jetzt bücke ich hier rum, als müsste ich kacken. Wasser. Gut, das ist für mich jetzt nicht so gut. Das Despo da bringt mir da auch nicht viel. Obwohl die Steinkante trotzdem gut reinhaut. Ich lasse den jetzt einfach mal drin, mir egal. Selbst wenn der jetzt geopfert wird, lass mal das so. Nehmen jetzt einfach das Filet au Fisch. Da dürfte der Tohaido ja nicht so viel Schaden machen. Wir können den Rest vom Tohaido aber weghauen, können unseren Surfer ein bisschen aufladen und gucken, was sie als drittes nimmt. Simsala. Wir hauen einfach mal ein bisschen drauf so. Ach, egal. Wir nehmen einfach Surfer. Wir wollen ja Schaden machen. Wir nehmen auf jeden Fall nicht so viel ab, wenn wir normal angreifen. Also probieren wir es jetzt einfach mit Surfer. Wenn der nächste Surfer durchgeht, der jetzt auch schon voll ist, müsste das auf jeden Fall passen. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück mit der Pokémon-Auswahl. Auf jeden Fall sah das gut aus. Simsala auch down. Alle drei sind tot. Jetzt müssen wir noch gucken, was sie hat, was sie mitnimmt, was es da Gutes gibt. Ja komm, mach doch hin, Junge, Toppeleber. Mein Bobs guckt raus und friert. 786. Das nehmen wir mit. Euch nehmen wir auch wieder mit. Laufen wieder hier durch das hässliche Gebiet. Vielleicht haben wir ja einen Shiny. Nee, haben wir nicht. Aber Krypto-Tarnell auf jeden Fall mitgenommen. Vielleicht hätte ich euch lieber stehen lassen zum Fangen. Wir schnippen einfach mal hier rüber. Zum Fangen kann ich jetzt eigentlich hinlaufen, wo ich möchte. Erster Ball drin, das ist auch safe. Also Sierra war eigentlich sehr leicht zu besiegen. Ich weiß nicht, ob ihr da Probleme hattet oder ob ich nur Glück hatte mit dem Team, was sie hatte, oder ob ich Glück hatte mit meinem eigenen Team. Wir bewerten auch mal das Tarnell. 15 Verteidigung in Erfurt, Thüringen gefangen. Sehr schön. Zur Not hätte ich euch hier drauf gestellt, auf so einen Glascontainer. Braucht man jetzt aber nicht. Das war's von Sierra. Wir haben hier die Aufgaben jetzt fertig. Aber bevor wir weitergehen zum Giovanni, suchen wir uns natürlich noch Cliff und Arlo und machen die einfach nochmal, dass ihr auch seht, was die jetzt haben, was ich habe, wie der Kampf ausgeht. Das war es aber trotzdem erstmal von meiner Seite aus. Ich muss ja die Zeit in Erfurt gut nutzen. Also schlendere ich noch ein bisschen durch die Gegend, suche mir noch einen Boss und melde mich dann zurück. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses!